Ein herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, hier aus der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen. Gute Stimmung ist angesagt hier am heutigen Abend. Denn lieber Sascha, es tritt an der zweite gegen den siebten der Damenhandball-Bundesliga am fünften Spieltag. Ja, erstmal auch hallo und herzlich willkommen von meiner Seite. Ich freue mich, mit dir wieder hier an Bord zu sein, sozusagen. Ja, Borussia Dortmund gegen TuS Metzing, das ist in den letzten Jahren immer eine relativ enge Kiste gewesen, auch wenn der BVB meistens die Oberhand behalten hat. Aber ich denke, das kann ein sehr spannendes Spiel werden. Da gehe ich mal von aus. Und in der letzten Saison gab es auch einen knappen Sieg für den BVB und das Spiel war nicht hier, das war in der Helmut-Körnig-Halle. Nee, das war in Hamm tatsächlich. Ach, in Hamm, schon, ja, genau, ja, das Hamm kann man war das. Verwechseln, ja. Viel H dabei. Aber auswärts in Metzing tatsächlich hat der BVB sich relativ gut geschlagen. Das ist jetzt die falsche Grafik. Das ist der Gegner vom Pokalspiel in Leverkusen oder gegen Leverkusen besser gesagt gewesen. Wir wollen uns an der Stelle aber, glaube ich, mal die Tabelle anschauen. Vielleicht bekommen wir die mal. Während hier schon You Never Walk Alone wirft. Genau, da haben wir sie im Bild und... Ja, da sehen wir, Borussia Dortmund steht relativ gut da und ich glaube, dass sie heute auch in der Favoritenrolle sind, aber wir sehen, dass es auch relativ eng zugeht dann hinter den Spitzenplätzen ab Platz 4 mit der HSG Blomberg-Lippe. Ganz viele ausgeglichene Mannschaften bzw. ausgeglichene Punkte konnten und deswegen ist auch heute Metzing hier ein bisschen was zuzutrauen. Aber ich habe mitbekommen, du hast relativ viel gequatscht mit den beiden Trainern vor der Partie und deswegen wollen wir mal reinschauen, was der Gästecoach zu sagen hatte von der TuS Metzing und das ist Werner Bösch. Werner, herzlich willkommen in der Sporthalle Dortmund-Wellinghofen und ich denke mal, zwei Punkte würden so richtig gut tun heute gegen den BVB, oder? Alle zwei Punkte tun gut. Ich denke aber vor allem gegen den BVB. Ihr seid super gestartet, steht sehr gut da. Darum würden wir die ja doppelt gerne mitnehmen, die zwei Punkte. Der BVB hat ja so einige Probleme, verletzungsbedingt. Du bist natürlich, denke ich mal, ausführlich informiert. Wie kann dir das helfen, wenn du an deine Mannschaft denkst, dass der BVB doch so leichte Probleme jetzt hat? Naja, der BVB ist super breit. Die können das sehr gut auffangen. Natürlich fehlt ihnen Substanz dann auch ein bisschen mit die Breite, die sie sonst super ausgezeichnet hat. Plus, dass jetzt, ich sage mal, alle drei nominellen Rückraumschützinnen von der Ferndistanz ausfallen, kann uns in die Karten spielen. Das kann aber auch bewirken, dass der BVB noch näher zusammenrückt und noch mehr fightet und ja, logischerweise auch alles investiert. Wir wissen um die Verletzungssorgen, wollen das natürlich dann ein bisschen ausnützen, werden das auch forcieren mit dem Tempo, dass die noch mehr belastet werden. Und ja, dann werden wir am Ende sehen, was ja, ob das gefruchtet hat oder nicht oder ob das die Verletzungssorgen zu groß waren oder eben nicht. Wie sieht es denn bei deiner Mannschaft aus? Kannst du sagen, ich kann auf einen sehr guten Kader zurückgreifen, Verletzungsprobleme, große gibt es nicht im Team, aber... Wir hatten wieder einen relativ großen Umbruch mit auch entscheidenden Spielern, die wir abgegeben haben, eben mit der Lena auch hierhin. Haben aber gute neue dazu bekommen. Wir haben einen super Drive im Training, arbeiten gut. Ich denke, der Weg ist, oder die Richtung stimmt, ist gut. Und die Mannschaft ist gut, aber ich denke, der BVB hätte, sagen wir mal, die bessere Mannschaft. 4:4 Punkte, siebte Tabellenplatz aus Sicht vom Verein her. Ist das ein Platz, wo man sagen kann, da kann man gut in dieser Saison mit leben, wenn man einen guten Mittelfeldplatz hat? Nein. Nein. Wir wollen natürlich wieder das vielleicht schaffen, europäisch zu spielen. Wir wissen, dass dann alles zusammenpassen muss. Wenig oder keine Verletzungen plus eben vielleicht mal Big Points hier in Dortmund zu holen. Das wird super schwierig, aber das ist das, was wir anstreben. Und wir haben leider Zwickau zwei sehr unnötige Punkte liegen gelassen und dann gegen Bietigheim das zu verlieren. Das heißt, aktuell sind wir ganz leicht im Minus, aber ja. Dann werden wir schauen, was heute passiert. Aber es läuft eigentlich so, du bist zufrieden, denn es ist ja immer wichtig, eine Mannschaft wieder zu formen. Die muss ja aneinander passen und ich habe so das Gefühl, da seid ihr auf dem richtigen Weg. Genau, wie ich vorher schon gesagt habe, die Stimmung ist super, sie geben super Gas im Training, die Mischung ist gut mit Julia Benke, Maren Weigel, routinierte Spieler mit ein paar Jungen dazu. Ja, und wir müssen jetzt weiterarbeiten, weiter jedes Training probieren, ein Stückchen besser zu werden, jedes Spiel ans Limit zu kommen. Und wenn wir ans Limit kommen, sage ich, haben wir auch hier heute eine Chance. Dann würde ich sagen, viel Erfolg. Dankeschön. Danke dir.
Also das war der Trainer, der Gäste Werner Bösch, macht einen durchaus zuversichtlichen, optimistischen Eindruck, aber du hast viel gequatscht, ich habe es ja vorhin gesagt, deswegen gehen wir direkt in das nächste Interview mit BVB-Coach Henk Gruner. Ja, Henk, heute sicherlich eine sehr interessante Begegnung, die wir hier erleben werden in der Sporthalle Wellinghofen, aber zuerst möchte ich mal gratulieren, du bist fast ein Jahr jetzt beim BVB, lass uns doch mal kurz zurückblicken, was ist in einem Jahr passiert, was war das Besondere für dich? Es war ganz viel, was besonders war letztes Jahr. Erstmal der Anfang sowieso. Ich denke, wenn wir die Höhepunkte nehmen, dann haben wir natürlich das Westfalen-Spiel, was wir hatten. Das war ein unglaubliches Erlebnis für alle. Natürlich das Erreichen des Final Fours. Die Tatsache, dass wir mit der ganzen Vorgeschichte trotzdem eine erfolgreiche Saison hinter uns gebracht haben. Ich denke, das waren schon so ganz viele Höhepunkte in der letzten Saison. Und für die Saison ist ja noch frisch. Hatten wir leider den Dämpfer im Pokal gegen Leverkusen, aber ansonsten mit 4 Siege, 8:0 Punkte ist eigentlich der Start, den wir uns gewünscht haben. Und fürs heutige Spiel, gerade natürlich, anderer Tiefpunkt wäre natürlich die beiden Verletzungen mit Kreuzbandrisse von Dana und Lena Degenhardt, wird es heute ein hartes Spiel, glaube ich. Das ist richtig, also die Verletzungsprobleme sind hart beim BVB. Man macht sich ja Gedanken, wie kann man die Mannschaft vielleicht noch ein wenig verstärken. Was für Gespräche gibt es zurzeit? Gibt es da schon irgendwas, wo man sagen kann, naja, wir sind kurz vor dem Abschluss. Wir werden in den nächsten 14 Tagen, 3 Wochen eventuell eine Spielerin hinzubekommen oder vielleicht sogar zwei. Wie viel wünscht sich denn der Trainer? Also lass uns mal vorsichtig anfangen. Also Gespräche, ja, sind da. Abschluss ist noch nicht in Sichtweite. Absagen haben wir schon mal bekommen. Ist ja jetzt auch so zu Anfang der Saison nicht so einfach, Leute zu finden, die frei sind, die auch das Niveau, die Qualität haben, die uns weiterbringen. Soweit machen wir es mit Spielerinnen aus der zweiten. Die füllen den Kader auf, machen das auch gut, machen im Training gut mit. Wir sind natürlich auf der Suche, aber soweit sind wir noch nicht, dass wir schon irgendwie nah an einem Abschluss sind. Wo siehst du die Stärken des Gegners heute? Wie wirst du die Mannschaft einstellen? Besonders gibt es da Spielerinnen, wo du sagst, da müssen wir besonders drauf achten, denn die generiert das Spiel im Endeffekt so richtig und bringt die Mannschaft nach vorne. Nein, ich glaube, dass Metzingen eine sehr ausgeglichene Mannschaft ist, die aber auch auf alle Positionen gut besetzt ist und zum Teil auch doppelt. Wenn wir sehen, Rückraum rechts mit Maren Weigel und Jana Scheib sind zwei gute Rückraum rechte Linkshänderinnen. In der Mitte haben sie mit Erlingsdotter und Svensson zwei gute, bewegliche, schnellere Rückraum-Mitte-Spielerinnen. Und links mit kleinen, wurfgewaltigen Spielern am Kreis sind sie gut besetzt, außen sind gut. Also es ist eine Mannschaft, die eigentlich, finde ich, sich in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen insgesamt unter Wert verkauft hat. Und auch in dieser Saison sieht man schon wieder Höhen und Tiefpunkte. Heimspiel gegen Mietigheim, wo sie für 45 Minuten wirklich gut mithalten und dafür aber auch gegen Zwickau verlieren. Das ist ein bisschen kennzeichnend für Metzingen. Die spielen ein temporeiches Handball, die spielen auch im Angriff mit sehr viel Bewegung und Druck. Also da gilt es für uns erstmal in die Abwehr gegenzuhalten und dann unser Tempospiel wieder nach vorne zu bringen. 2 Siege, 2 Niederlagen und heute müsste auf jeden Fall für den BVB klar ein Sieg zu verzeichnen sein, denn die Fans hoffen natürlich im 5. Spiel jetzt, muss man wirklich sagen, auf einen Sieg und der BVB möchte weiter ganz oben dabei sein. Ja, das ist ja immer das Ziel, aber das nutzt ja nichts. Wir haben ja gemerkt, dass wir auch in Solingen, wo ja auch Hamer noch verletzt war und Alisa Stolle ja auch, dass das nicht ganz so einfach sein wird. Wenn wir komplett gewesen wären, ist es eindeutig vielleicht, dass wir hier gewinnen müssen. Heute in der jetzigen Besetzung wird das für uns auch ein harter Kampf, aber klar, das Ziel ist 2 Punkte für uns. Und mit 10:0 Punkte nächste Woche nach Leverkusen. Hört sich gut an, danke dir. Danke auch. So, da sind wir wieder live hier und wir haben gehört, was der Trainer des BVB zu sagen hat. Also Hauptthema natürlich hier beim BVB, die verletzungsbedingten Ausfälle und dass man sich im Moment umschaut, um die Mannschaft zu ergänzen jetzt, was denke ich auch ganz, ganz wichtig ist. Und kurz gehen wir mal auf den Kader ein.
Ja, das ist der Kader der Gäste aus Metzingen und da gibt es ein paar Spielerinnen, die besonders interessant sind. Marin Weigel mit der 22 ist genauso Nationalspielerin wie Julia Behnke, die zurückgekehrt ist. Und wir schauen auch auf den Kader natürlich von Borussia Dortmund. Wir gehen da gleich noch genauer drauf ein, denn das Spiel beginnt ja auch jeden Moment. Und ich glaube, heute kommt eine ganz wichtige Rolle zu auf Lena Hausherr mit der Nummer 3. Denn Zoe Sprengers, die wir mit der 6 da sehen, das ist ja der Gesamtkader, nicht der von heute. Das ist eine Spielerin, die sich ein Muskelfaserriss zugezogen hat, auch auf links außen. Deswegen ist Lara Egeling im Kader. Und ja, da gehen wir aber gleich noch drauf ein, denn wir sehen es ja unten auch schon, die Mannschaften machen sich dann auch bereit. Und es gibt dann auch noch eine Schweigeminute. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, wir bitten euch, euch von euren Plätzen zu erheben. Vor 2 Wochen nahm der terroristische Anschlag der Hamas auf die israelische Bevölkerung seinen Anfang. Wir sind nach wie vor schockiert über die Geschehnisse und Bilder, die wir niemals vergessen werden. Wir hoffen, dass alle Entführten schnellstmöglich freigelassen werden. Handball ist völkerverbindend. Wir alle stehen ein für ein friedliches Miteinander, für Respekt und Toleranz. Heute möchten wir aller unschuldigen Opfer im Nahen Osten und ihrer Angehörigen gedenken. Wir stehen in diesen schweren Stunden an der Seite all unserer Freunde und Partner in Israel und der Region und erklären uns solidarisch mit jenen, die unter den Folgen des Terrors leiden. Wir bitten euch, einen weiteren Moment innezuhalten als Zeichen für den Frieden. Vielen Dank. Und liebe Zuschauer, natürlich ganz, ganz wichtig, das sind die Schiedsrichter. Und da dürfen wir willkommen heißen Philipp Dinges und Tobias Schmack, die also hier auf der Platte dafür sorgen, dass wir auch eine faire Partie hier erleben werden. Vor gut schätzungsweise 600 Zuschauer hier in Dortmund-Wellinghofen. Ja, wir werden jetzt während des Spiels noch ein bisschen genauer auf beide Kader eingehen, aber wir haben ja schon eben angedeutet, dass ein paar wichtige Leistungsträgerinnen bei Borussia Dortmund fehlen. Dana Bleckmann und Lena Degenhardt haben sich beide leider einen Kreuzbandriss zugezogen. Gute Besserung nochmal an der Stelle. Dana Bleckmann ist schon sehr, sehr fleißig in der Reha. Lena Degenhardt hinkt natürlich logischerweise, weil die Verletzung später zustande gekommen ist, noch ein bisschen hinterher. Aber trotzdem wünschen wir natürlich auch da, dass sie relativ schnell wieder fit ist. Ist ja logisch. Und wir sehen den ersten Treffer in dieser Begegnung für den BVB 09. Mareike Kusiam war das und es heißt 1:0 nach 60 Sekunden. Ja, wir haben es gerade angesprochen, wir dürfen den Gegner hier aus Dortmunder Sicht auf keinen Fall unterschätzen. Sascha, also im Interview konnten wir auch hören, man hat ja auch einiges vorgenommen für diese Saison. Man möchte im internationalen Wettbewerb eine Rolle mitspielen oder genauer gesagt den erreichen. Ja, das ist sehr optimistisch und auch zuversichtlich von Werner Bösch, was ich generell ganz gut finde. Dass er da auch sagt, ja, wir haben ein klares Ziel, das möchten wir auch erreichen. Wir haben auch gerade schon Julia Behnke angesprochen vorhin, die jetzt diesen 7 Meter rausgeholt hat. Sie haben mit Dagmara Nutzun auf links außen eine starke Spielerin. Sie haben mit Jana Scheib hinter Maren Weigel eine gute Spielerin nachverpflichtet, beziehungsweise für diese Position im halbrechten Rückraum. Also das sieht schon ganz gut aus. Und kräftig abgeschlossen. Ausgleich 1:1. Schön zu sehen hier die Wiederholung. Ja, Sarah Erlingsdotter ist natürlich auch bekannt als sichere 7-Meter-Schützin. Dagmara Nutzun kann das eigentlich auch. Also von daher haben sie da unterschiedliche Möglichkeiten. Oh, finde ich, ist ein interessanter Pfiff, da dann noch so spät das Stürmer-Foul zu geben. Weil die Abwehrspielerin sich auch zurückbewegt hat.
Alex Dotter kommt auch nur für die Offensive, weil Svenja Hübner dann auf die Bank geht. Hübner hat letzte Saison eigentlich, finde ich, eine gute Spielzeit absolviert. Also da sieht man auch am Kreis viel Qualität bei den Tussis. Ja, Julia Binke hat bis jetzt 18 Tore erzielt und Sandra Erlings-Göttier hat 16. Also da wird der Henk natürlich auch besonders drauf achten. Ja, trotzdem haben sie dann immer noch eine Spielerin wie Maren Weigel. Richtig, mit 15 Treffer. Also sehr ausgeglichen, was die Torschützin angeht. Und sie haben ja im DHB-Pokal auswärts die HSG Blomberg-Lippe geschlagen. Und wer weiß, wie da die Stimmung sein kann an der Ulmer Allee. Der kann sich auch ungefähr vorstellen, wie viel Potenzial Metzing da hat im Kader. Also es ist schon ordentlich. Und der BVB hat anstrengende Wochen vor der Brust, das muss man auch sagen. Und wir haben das Thema ja vorhin schon angesprochen, die Probleme mit verletzten Spielerinnen. Also da muss man wirklich kämpfen, dass man eine starke Mannschaft auf die Beine hat. Aber voller Begeisterung hier zu sehen, der BVB. Und das war Nummer 29. Noch einmal ganz kurz Emma Olson, die gerade den Treffer für den BVB erzielte. Allerdings Naina Klein direkt mit dem Ausgleich. Also ich kann mir schon vorstellen, das hat ja Henk Gruner auch im Vorfeld des Spiels gesagt, dass es unglaublich schnell wird. Viel, viel Tempo auf beiden Seiten. Und es ist schon sehr interessant, wir haben es gerade angesprochen, wir haben die Tabelle mal uns angeschaut, wie viele Mannschaften mit 4:4 Punkte da sind schon. Ja, das ist enorm ausgeglichen. Ich will nicht sagen, die also diese Phrase benutzen, jeder kann jeden schlagen, aber also wenige bis keiner kann Bietigheim schlagen, wenige können den THC und Dortmund schlagen, aber dahinter ist es enorm ausgeglichen. Sehr, sehr leichter Ballverlust und das ist genau das, was Henk Gruner angesprochen hatte. Metzing kann dann viel Tempo machen. Svenja Hübner war das. Sehr schön hier zu sehen gewesen. Und die Gäste führen hier in Dortmund mit 3:2. Borussia Dortmund wird es irgendwann hinkriegen müssen, nicht so viel für die eigenen Tore arbeiten zu müssen. Ja, das war zum Beispiel ein guter erster Ansatz. Bisschen falsch verschoben von Metzing. Sasaki, man muss sagen, im Moment, wenn man die Angriffe sieht, überwiegend kommt der BVB über die rechte Seite. Sie haben natürlich erstmal keine wurfgewaltige Spielerin im linken Rückraum, wie eben Dana Bleckmann, die fehlt. Oder eine sehr, sehr dynamische wie Lena Degenhardt, obwohl Hammer van Krij das auch kann. Aber sie müssen über die spielerischen Lösungen kommen. Das macht es für den Gegner immer ein bisschen einfacher. Alicia Stoll ist ja heute auch nicht mit dabei. Also dementsprechend fehlen ein bisschen die Alternativen beim BVB. Sechseinhalb Minuten gespielt, 3:3. Also ich finde ein sehr lebhaftes Spiel, was wir bis jetzt schon sehen. In der Anfangsphase und klasse gemacht. Ja, auch wieder interessant, ist spät am Wurf gehindert worden, kam Campos. Finde ich in Ordnung, dass es nur einen Freiwurf gibt, wenn die Linie so bleibt. Muss nicht für jede Aktion dann den 7 Meter geben. Oh! Ja, das war ein kräftiger Wurf, sehr gut hochgestiegen. Das ist wichtig, dass Borussia Dortmund auch mal aus der Distanz gefährlich ist, weil das wird es brauchen, um die Metzinger Abwehr ein bisschen nach vorne zu ziehen, damit sich dann dahinter Lücken ergeben für Emma Olsson oder später dann wahrscheinlich auch für Lisa Antel.
Oh. Ja. Ja, ist noch nicht das Spiel von Sarah Wachter in den ersten Minuten. Klein und 5-4. Dagmara Nutzun auf links außen hatte das sehr spekuliert, ist unglaublich weit nach innen gezogen. Hätte es auch die Möglichkeit gegeben, dann noch auf Mareike Kusian abzulegen, aber war sicherlich nicht einfach. Ja, und der BVB wieder. Ich bin gespannt, ob man jetzt gleich wieder versucht, über die rechte Seite mehr zu kommen. Ja, sehr gut stehen die Mädels da. Also Metzingen habe ich so den Eindruck, die wirken sehr gefährlich, wenn sie durch die Mitte kommen. Ja, wenn die außen abschließen, ist das häufig übers Tempospiel und nicht aus dem Positionsangriff. Aber sie haben natürlich auch einen guten Rückraum. Und eine sehr, sehr gute Kreisläuferin, auch insbesondere im Liga-Vergleich. Und Julia Behnke hat ja auch Auslandserfahrung, die hat auch Champions League gespielt, also die weiß, wie das geht, auf allerhöchstem Niveau. Und zieht dann auch den nächsten 7 Meter. Da hat der BVB in der Anfangsphase ein paar Probleme, sie unter Kontrolle zu kriegen. Sarah Wachter im Tor und sie kann jetzt zeigen, was sie kann. Und ja, da kommt sie nicht dran, sehr gut geworfen. Sandra Erling. Das hier, guck mal da, also sehr, sehr schön zu sehen hier. Ist stark bislang, was sie spielt. Ja, das war schön noch über die linke Seite. Es geht. Im Tor übrigens Lea Schüppach. Ich hatte es vorhin gesagt, Svenja Hübner hat letzte Saison echt starke Leistung gebracht. Das hat mir sehr gut gefallen in vielen Spielen. Und das Gefährliche ist, dass sie auch die zweite Welle bzw. schnelle Mitte mitlaufen kann. Und tut das auch. Das haben wir gerade in der Situation gesehen. Hat Metzing gut ausgenutzt. Also Metzing gefällt mir sehr gut, muss ich sagen, jetzt, besonders in der Anfangsphase. Ah, schön gemacht. Jetzt ist es noch ein Pass. Das ist logischerweise beim Einwurf aus der Ecke alles andere als einfach, dann noch einen vernünftigen Abschluss hinzubekommen. Ja, musste sie nehmen, so kurios das dann auch aussieht. Ja. Da kommt der Pfiff. Ach, das geht, glaube ich, in Ordnung. Also Julia Behnke macht dem BVB richtig Probleme.
Jetzt kommt für den 7 Meter Tess Lieder. Hat hier anscheinend einen eigenen Fanclub. Jana Scheib, was macht sie? Hat für Bad Wildung auch die 7 Meter teilweise geworfen. Auch sehr sicher verwandelt. 5:8. Nach 14 Minuten hier in Dortmund-Wellinghofen. Das ist auch in Ordnung, weil Metzing fast gar keine Fehler macht in der Offensive. Sie verlieren die Bälle nicht irgendwie einfach, dass der BVB ins Tempospiel kommt. Kommen immer zu guten Abschlüssen, insbesondere über den Kreis. Da muss sich Borussia Dortmund definitiv was einfallen lassen. Das ist stark gespielt. Das war klasse gemacht. Aber da war auch die Lücke jetzt vorhanden. Schauen wir noch einmal. Siehst du? Der Ball läuft allerdings auch die ganze Zeit. Metzing kommt nicht in die Stopp-Situation und deswegen irgendwann nicht mehr hinterher. Oh, das ist super nochmal rausgespielt. Aber eine starke klasse Parade. Pariert. Lara Bachter. Und der BVB jetzt im Angriff. Und abgeschlossen und der Ball ist drin. So schnell geht es. 7:8. Das ging jetzt fix, hat Werner Bosch die Torhüterin gewechselt. War nicht zufrieden mit der Quote von Lea Schipper. 7:9. Ja, da muss man jetzt aufpassen. Corona hat die Auszeitkarte schon in der Hand. Oh, der ist nicht leicht, aber den musst du erstmal so machen. Nicht schlecht. So, jetzt muss der BVB mal wieder langsam einen Treffer erzielen. 7:10. Peter Rönning ist jetzt offensiv dabei für Hamer von Kai. Ja, schön über die rechte Seite, jetzt wieder abgeschlossen. Mareike Kusian. Bislang fehlerfrei. Schöner Zweikampf war das gerade zwischen Emma Olsson und Naina Klein. Stark von Lena Hausherr da den Weg rüber gemacht auf die Halbposition, um den Angriff ein bisschen zu unterbinden. Und auch gerade noch rechtzeitig zugepackt gegen Julia Behnke. Hast du gerade gesehen, drei Spielerinnen haben sie gebraucht, um die zu kontrollieren. Ja, ist eine Top-Spielerin, das muss man wirklich sagen. Allerdings jetzt auch mal Zeitspiel bei den Tussis angezeigt. Sie steigt unwahrscheinlich gut hoch. Lena Klein. Ja, Henk hat immer noch die Karte in der Hand. Er wartet noch ab.
Das ist kein guter Winkel für einen Abschluss. Also den kann Siegfrieda Rönning, aber der ist verdammt schwer. Das war nicht schlecht von Maren Weigel, wie sie Mareike Kusian in diesem Zweikampf gehalten hat, damit der BVB von hinten raus eben dieses Tempo nicht machen kann. Oh, stark, ja. Das war sehr schön nochmal rausgelegt von Haruno Sasaki. Ja, und das war wieder die rechte Seite, wie wir es vorhin ja schon angesprochen haben. Also die meisten Tore kommen über rechts. Der BVB muss aber dringend defensiv auch noch bessere Lösungen finden. 11 Gegentore nach nicht mal 20 Minuten, das ist definitiv zu viel. Muss man sich ja mal hochrechnen, es wären locker über 30 Gegentore und das macht es dann in der Bundesliga immer schwer, Spiele zu gewinnen. Ich halte Metzing auch für gut genug, das über 60 Minuten zu zeigen. Ah, Lena Hausherr ist weg. Und ach, das war jetzt, naja, Pech. Ja, ich glaube, das weiß sie selbst, dass sie den fangen kann. Schöner Kampf am Kreis. Ah, ja gut, das kann passieren. Ja, toll durchgesetzt. Olsson, da nochmal die Wiederholung. Was mir in der Szene noch sehr gut gefallen hat, ist, dass Carmen Campos spät noch eine Lösung gefunden hat. Denn eigentlich wusste sie nicht so richtig, was mache ich jetzt, schließe ich ab, habe keine Mitspielerin frei. Und dann kam doch noch dieser starke Pass auf Emma Olsson. Was war das wieder? Ein Tor über Tempo. Oh, sehr ja, viel spekuliert von Lena Hausherr. Ja, das ist diese antizipative Deckung, dieses weite Rausgehen, wenn der gegnerische Rückraum das liest. Sabrina Tröster. Dann kann das eben zu solchen Toren kommen. Und der BVB war dran wieder. Jetzt liegen wir wieder bei 10 zu 12. Und wir sind jetzt in der 21. Minute. Und jetzt kommt die Auszeit. Ja, hören wir doch am besten mal rein. Ja, machen wir doch. Attack with Frieda, Hama and Haruno. Yeah? Frieda, you change offensive defense with Hama. These are auf Hauptar, Haruno on this side. Yeah? Im Angriff, Druck mehr aus der Bewegung und das Spiel nach außen bringen. In die Lücke und mit den Sperren von Lisa auch arbeiten, Leverkusen spielen und so weiter. Ja, genau, immer aus der Bewegung. Leverkusen. Ja? Und denk dran, bei Tempospiel. Direkt drehen, aber Kontakt aufnehmen. Nicht warten, bis sie kommen. Direkt stoppen. Okay? Help me, let's help. Think now when we come back home, that push on that side and I come in on this side. Alle drei Leben! And a bit more pressure on this pass, because she has her right hand so free, she can decide whatever. Oh, komm! Schwarz! Hey! Da haben wir den Trainer des BVB gehört. Entschuldigung, da war noch eine Einblendung reingerutscht gerade. Ja, wollen wir mal schauen jetzt, ob die Worte dazu beitragen, dass der BVB jetzt vielleicht ein wenig anders ins Spiel kommt. Henk Gruner hat sich dazu entschieden, Campos eine Pause zu geben.
dieser Antel jetzt vorne am Kreis dabei. Oh, der Pass war ein bisschen vorherzusehen. Möchten gerne über den Kreis spielen. Und das hat Metzings Abwehr gerochen. Neiner Klein gefällt mir sehr gut in den ersten 20 Minuten. Sieben Minuten noch in der ersten Halbzeit. Wichtige Parade von Tess Lieder, aber es ist natürlich dann auch ein bisschen Pech für Borussia Dortmund, dass du solche Abpraller nicht bekommst. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn es nicht komplett rund läuft, wenn du Lösungen brauchst, wenn du schnelle, einfache Tore brauchst, dann brauchst du halt auch diese Abpraller. Angriff-Abwehrwechsel gibt es übrigens auch bei Borussia Dortmund gerade. Und die Gäste weiterhin im Ballbesitz hier. Ein Pass noch für Metzing. Man aufpassen, dass man nicht zu früh rausgeht. Oh, ist das zweite Mal. Ja. Also sehe ich schon klasse, das muss man wirklich sagen. Toller Wurf wieder. Man kann das allerdings auch verteidigen. Und da ist der Ball drin. Hammer von Kreil. 11 zu 13 und gehalten. Tess Lieder. Und jetzt kommt noch richtig Stimmung hier auf in Dortmund-Wellinghofen. Die Dortmunder Zuschauer wollen einen weiteren Treffer des BVB sehen. Aber gut pariert von Maria Weiß im Tor jetzt. Knapp 5 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Oh, spitzer ja. Winkel. Ja. Hätte mich auch fast gewundert, wenn Tess Lieder den nicht gehalten hätte. Tess Lieder stand auch sehr gut. Und jetzt könnte der BVB rankommen. Und den 12. Treffer erzielen. Doch, ich glaube, wir werden bis zum Schluss hier eine spannende Partie erleben. Ja, alles andere würde mich schwer überraschen, weil ich habe es ja vorhin auch gesagt, ich sehe Metzingen absolut in der Lage, das über 60 Minuten durchzuziehen. Gutes Rückzugsverhalten von Haruno Sasaki. Und man muss auch sagen, Werner Bösch hat eigentlich eine recht gute Mannschaft schon geformt. Denn im Interview sagt er mir ja auch, er muss ja... Oh, da hören wir mal rein vielleicht jetzt. Ja, machen wir, Uwe. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, dann kommen wir gleich dabei. Alles gut. Frank Drei war Marie, danach hält sie den von Kusi an den Freien. Alles gut, okay? Wir müssen weiter alles ganz rechts verdichten von hier angestellt. Wir sind fast alles dort. Dort weiterarbeiten. Um den Kreis ist gut. Dieser Kontakt reicht schon. Im Angriff bitte möchte ich Prinzess links und dann bewusst dieses Pressing abwarten und dann wieder den Ball spielen. Ihr könnt, wenn ihr wollt, aber auch Prinzess rechts und dann den Ball auf die andere Seite. Das kommt von beiden Seiten. Okay? Wichtig, ein bisschen größere Bewegung für eine einfachere Entscheidung. Wenn das nicht geht, bitte die anderen in die Tussi-Bewegung kommen, okay? Ist eine Pink! Ja, da haben wir den Trainer jetzt also gehört und ich hatte es gerade auch schon gesagt gehabt, er hat eigentlich eine recht gute Mannschaft mittlerweile geformt.
Sie haben ja auch einige Abgänge gehabt, eine neue Spielerin hinzu. Du musst ja erstmal wieder eine Einheit finden. Und wenn wir das Spiel bis jetzt betrachten, ist er auf dem besten Weg. Und die Gäste aus Göttingen machen für mich einen sehr, sehr guten Eindruck. Und natürlich ein gutes Spiel. Und machen es dem BVB hier nicht leicht. Absolut nicht. Also, das ist eine starke Leistung von Metzing bislang. Es liegt jetzt nicht daran, dass der BVB so schlecht spielt, dass Metzing führt. Die machen das gut. Können auch wechseln im Rückraum. Also, sie haben da Alternativen. Das ist schon gut. Und das ist auch gut gespielt. Schließt auch problemlos ab, Dagmar Ranocun. Die kann das. Klar, eben verworfen, aber die ist gut genug, dann den nächsten Wurf einfach eiskalt reinzumachen. 11 zu 14. Und ein kräftiger Wurf. Da jubelt die Halle, die gut 600 Besucher. 12 zu 14. Wieder so eine Abpraller-Situation. Ich habe es ja vorhin gesagt, Uwe. Genau diese Szenen. Ball bleibt im Moment immer bei den Tussis aus Metzing. Oh ja, der Ball ist weg. Aber auch da. BVB kommt nicht so in das richtige Tempo. Mal gucken, ob sie trotzdem noch eine Chance haben. Ja, haben sie. Tolles Auge. Ja, sie stand auch gut. Das muss man sagen. Ja, und schließt der Vorrang ab. Haruno Sasaki hat natürlich auch das Auge für solche Situationen. Ja, vier Buden schon, 4 von 5 für Kusian. Den einen eben hat sie weggelassen oder ausgelassen. Besser gesagt, die Wurfchance, aber 4 von 5 ist mehr als ordentlich. Bitten, das übrigens zu entschuldigen. Die Spielstandsuhr ist nicht ganz korrekt, während hier der nächste Treffer. Ja, das System stürzt immer wieder ab hier. Also wir haben jetzt noch 2 Minuten und 10 Sekunden zu spielen. Habe ich fast schon drin gesehen, eigentlich. Sasaki hat zuletzt auch mit einigen Toren geglänzt. Nicht nur mit Vorlagen, sondern auch mit vielen guten Abschlüssen. Das war natürlich traumhaft gespielt. Ja, also. Das ist aber auch, das ist ein guter Abschluss. Das ist wirklich ein guter Abschluss, den da rechts oben so rein zu. Boah. Stark. So, 1:30 jetzt genau noch zu spielen. 13:16. Super gespielt und schön abgeschlossen. Das kann sich dieser Ante. Hören wir uns auch noch einmal an. Ja, klasse drüber geworfen. Zweites Lisa Mal kann Ante. Sie den jetzt wahrscheinlich nicht bringen, aber dann hat sie beim nächsten Mal mehr Varianten, weil die Torhüterin vielleicht dann den Schritt nicht rausmacht und dann kann sie eben auch ganz andere Winkel anpeilen. Letztes Spiel in der ersten Halbzeit.
Wir haben es über den Hallensprecher gehört, letzte Spielminute läuft. Und noch einmal erfolgreich. Die Tussis. Und mit der Nummer 18 war das Matthias Svensson. Jetzt vielleicht noch ein Wurf. Kurz vor der Halbzeit-Sirene hier. Jetzt ja, könnte. Ja, war drin. Lena Hausherr. Ist wichtig gewesen, dieses Tor. Sollte man nicht unterschätzen. 15-17 und das war dann jetzt auch der Halbzeitstand. Also wir haben ein gutes Handballspiel gesehen bis jetzt. Viel Tempo, viele Tore. Und ich muss sagen, ich bin angenehm überrascht über unsere Gäste, also die für mich ein klasse Spiel machen. Und ich finde eigentlich, wenn man das Ergebnis sieht, geht das in Ordnung. Ja, das geht absolut in Ordnung. Sie haben, ich habe das ja vorhin schon mal so bezeichnet, wenige Fehler gemacht. Immer dann bekommen sie sofort Probleme, wenn sie mal einen leichten Ballverlust haben, weil dann Dortmund auch durchaus in der Lage war, Tempo zu machen. Aber gerade gefällt mir der Positionsangriff von Borussia Dortmund in den letzten Minuten klein wenig besser. Deswegen bin ich aus BVB-Sicht durchaus positiv gestimmt, dass das noch gedreht werden kann. Dann lassen wir uns überraschen, was wir in den nächsten 30 Minuten gleich erleben. Aber zuerst machen wir eine kleine Pause. Ihr könnt auch eine kleine Pause machen und wir freuen uns, wenn ihr gleich wieder bei uns seid.
So, herzlich willkommen wieder hier in der Sporthalle Willinghofen zur zweiten Halbzeit. Und wir werden jetzt gleich sehen, was da in der Kabine zum Beispiel beim BVB besprochen worden ist. Ob der BVB jetzt in der zweiten Halbzeit besser ins Spiel kommt, um mal zu zeigen, wer jetzt gleich den Ton hier in der Halle Willinghofen angibt. Wir lassen uns überraschen. Also, es wird, und davon bin ich überzeugt, liebe Freunde, eine spannende zweite Halbzeit, auch wenn die Gäste einen weiteren Treffer jetzt erzielen und den ersten in der zweiten Halbzeit, lieber Sascha. Ja, wir hatten es ja vorhin schon gesagt mit unserem Pausenfazit. Metzing spielt ein starkes Spiel bislang. Kann man nur den Hut vorziehen, was sie hier machen. Relativ souverän, ohne Hektik. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Borussia Dortmund muss vor allem defensiv bessere Lösungen finden. Ich glaube gar nicht, dass es unbedingt der Angriff ist, aber defensiv, damit sie halt auch mal in den Tempo-Gegenstoß kommen, das fehlt bislang. Aber jetzt gibt es erstmal den 7 Meter. Fünfzehn zu 18. Lene Hausherr wird den 7 Meter jetzt ausführen und sie wird den verwandeln. Das ist ganz wichtig, weil Borussia Dortmund muss jetzt mal in diesen oft zitierten Flow kommen. Auch mal ein paar Treffer hintereinander erzielen, sich dann Selbstvertrauen erarbeiten auch. Also im wahrsten Sinne des Wortes erarbeiten, damit man dann wieder ja, ein bisschen lockerer auch spielt. Boah, starke ja. Bewegung von Maren Weigel. Ja. Also das war wirklich top gemacht. Jetzt fehlt sie hinten, Borussia Dortmund. Kann aber die Situation nicht wirklich ausnutzen. Der Rest von Metzing sehr schnell, also schnell genug für den BVB wieder zurück gewesen. Das fällt auch auf. Rückzugsverhalten bei Metzing richtig gut. Oh, ach, das war. Aber dann fehlt auch das Quentin Glück auch, oder? Ja, sie war aber auch dran, die Torhüterin. Also von daher. Also wenn ich das Spiel jetzt so betrachte, wir haben ja noch viel, viel Zeit, aber der BVB hat es sehr, sehr schwer am heutigen Abend. Wir haben das Thema ja vorhin schon gehabt, verletzungsbedingte Ausfälle, die natürlich jetzt erstmal ergänzt werden müssen oder auch Spielerinnen neu in den Kader eingepflegt werden. Also Henke hat es nicht einfach, muss man dazu sagen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, auch wenn man in die Saison, der frühen Saison jetzt hier, gerade heute 5. Spieltag, ja, so viele verletzte Spielerinnen hatte. Man muss es immer wieder erwähnen, leider. Und der Ball ist drin. Ja, Julia Behnke macht das oft bereits schon erwähnte starke Spiel, aber es macht auch Mareike Kusian. Also richtig, richtig gut. Torhüterin übrigens auf beiden Seiten bisher alles andere als gut. Also kommen jeweils auf insgesamt 4 Paraden. Ja, jetzt den Ball mal so richtig schnell hinterher treiben. Aber auch da, Metzing schon wieder zurück. Und dann tritt beinahe dieser Fehlwurf. Das darf nicht passieren. Ah, schön gemacht. Also das hat sie toll gemacht, angetäuscht rechts, links und dann ist sie vorbei. Und es heißt 21 zu 17. Maren Weigel ist tatsächlich das, was man als absolut grundsolide Spielerin bezeichnen kann. Sie kann viele Sachen wirklich gut. Und auch die Wurfquote stimmt also. Ja, also die ist jetzt auch keine, die sich 10 Würfe im Spiel nimmt. Das sieht man bei ihr selten bis nie. Aber die weiß genau, was sie tut.
Wir hatten kurz vorhin auch noch mal über Werner Bösch gesprochen, über den Trainer. Ich habe ihn ja vorhin kennengelernt. Hatte so ein bisschen die Möglichkeit, mit ihm zu plaudern, bevor wir das Interview gemacht haben. Also er ist sehr, sehr sympathisch. Und ich muss sagen, er hat auch wirklich, so mein Eindruck, wirklich an, er weiß, was er will. Und er wirkt auch sehr ruhig dabei. Ja. Also jetzt nicht übereuphorisch oder sowas, sondern er sachlich ist wirklich, ja, sehr ruhig dabei. Ja, und auf den Punkt. Sehr sympathischer Zeitgenosse. Ja. Ja, da wird gejubelt. Carmen Campos. Es ist auch gut, dass mal der Nächste nicht reingeht aus Sicht von Borussia Dortmund, sondern dass man direkt dann wieder nachlegen kann. Jetzt muss irgendjemand mal der Faden reißen, um es mal so zu formulieren, dass der BVB jetzt die Lücke findet und die Tussis nicht den Faden mehr spinnen können, sondern dass sie die Lücke haben, um vielleicht mal 2, 3 Tore hintereinander zu erzielen, ohne dass der Gegner abschließt. Aber ja gut, jetzt haben sie auch ein bisschen Glück vielleicht, aber Glück gehört ja auch so ein bisschen dazu. Ja, ist absolut richtig, aber man merkt ein bisschen, sie wollen das Spiel über den Kreis auch etwas erzwingen. Und Metzing riecht das jedes Mal. Die haben immer so dieses Näschen dafür, wann kommt der Pass. Ja. Das macht es dann auch schwer für Lisa Antl oder auch vorher Emma Olsson. Ja. Hammer von Greilen. 19:21. Vielleicht ist jetzt die Phase, die ich gerade angesprochen habe. Lieber Sascha. Und wenn der Ball drin ist, das sieht doch schon viel, viel besser aus. Lena Hausherr. 20:21 ist das der Punkt jetzt, wo der BVB ins Spiel kommt. Das haben wir nämlich bislang noch nicht erlebt. Wir haben noch keine Schwächephase von Metzing in dieser Partie gehabt. Da hast du vollkommen recht, ja. Aber vielleicht aus Sicht dem BVB ist es gerade passiert. Kommt drauf an, was jetzt passiert. Der BVB muss jetzt natürlich aufpassen und wenn man jetzt vielleicht sogar noch den Ausgleich erzielen könnte, ich glaube, dann läuft es ganz anders hier. Aber aufgepasst. Tussis, sie wissen, was sie machen. Sie lassen toll den Ball laufen, das muss man wirklich sagen. Schnelle Bewegungen und dann stoßen sie in die Lücke und meistens schließen sie erfolgreich ab. Da gibt es einige Pfiffe hier. Ein Pass noch, wieder muss dieser Abschluss kommen und wieder wird es Nainer Klein versuchen. Ah, sie wollten es mit einem Trickspielzug lösen, aber Lisa Antl ist da nicht drauf reingefallen. Ja, so, Sascha, jetzt könnte der BVB ja, das... Aber wieder das, was ich gerade vorhin gesagt habe, Uwe. Dieses, wir wollen unbedingt über den Kreis spielen. Und Metzing hat jedes Mal irgendwie ein bisschen die Finger dazwischen. Von hier oben, von meiner Perspektive, war es nicht unbedingt ein Foulspiel. Also von daher, ich finde, dass Borussia Dortmund da noch andere Lösungen finden muss, anstatt immer wieder noch den Pass über den Kreis zu spielen. Ich weiß, heute fehlt auch eine Alicia Stolle an allen Ecken und Enden, das merkt man. Ja, du hast aus 10 recht. Metern einfach mal draufballern kann und das Tor macht. Wieder dieser Versuch über den Kreis. Ne? Mann, also, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Immer wieder. Da war die Riesenchance da. Und dann ist der Ball drin. Ich fass es nicht. 20:22. Und die Wurfquote stimmt hier. Also. Da war man so nah dran am Ausgleich. Aber das macht Handball spannend. Also da erwartet man das und dann
passiert das Gegenteil. Aber jetzt 7 Meter für den BVB. Lena Hauser. Sie konzentriert sich und sie verwirft. Nein. Aber auch gut pariert. Das muss man sagen. Lea Schüppach im Tor. Gut gemacht. ...2022, 40 Minuten gespielt. Das heißt, noch 20 Minuten hier in Wellinghofen. Aber die BVB-Fans, die Trommler, sie trommeln und feuern ihre Mannschaft weiter an. Gut pariert. Das darf nicht passieren. Ich kann mich jetzt wiederholen. Ja, es wird viel über den Kreis gespielt und ein bisschen erzwungen. Sie darf dann ruhig, wenn sie das Gefühl hat, dass da nichts rauskommen kann, dann darf sie ruhig einfach in der Situation auch abbrechen. Ich verstehe das, dass sie das sehr intus haben, dieses Tempospiel, aber das klappt halt heute nicht so gut. Wichtig jetzt, dass der BVB immer in die Stopp-Foul-Situation kommt. Spielen hinten auch mit 2 Kreisläuferinnen im Innenblock. Das macht natürlich das Spiel von hinten raus bei Ballgewinn ein bisschen schwieriger. Sieht sie erst gar nicht den Ball. Nächste Auszeit, wir hören rein. Ja, we now we play 5 balls in the pivot and they all are gone. So we have to prepare better, play longer and wait for the good opportunity to play a good pass. We just throw the balls away. This is bad. And in defense. Stay compact, stay together. These are, you go out, you have nobody, and then it's gone. We have to stay compact like we did at the end. That is better. And then really contact and stop, then they get trouble. And if they have a free throw, please. Together, when she jumps, wait, and then we jump for the block. Wait, and then we jump for the... Yes, but we don't do it. Yeah, yeah, okay. Come on. Hey, girls, we need to fight. Come on. Schwarz! Yeah. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Also, wie die Mannschaft jetzt reagiert, was sie jetzt dann auch umsetzt. Henk Gruner hat es gerade gesagt. 5-mal hintereinander werfen wir den Ball zum Kreis in der Hoffnung, da passiert irgendwie was. Aber sie müssen es besser vorbereiten. Ja. Genau das hat er angesprochen. Besser vorbereiten, in der Abwehr kompakter stehen und vor allem... Wenn Metzing so einen Freiwurf hat, wo klar ist, sie müssen werfen, muss das Timing beim Block stimmen. Man darf nicht sofort hochspringen, sondern man muss ja erst ein bisschen warten, bis die Spielerin in der Phase ist, wo sie hochsteigt, damit man den Ball auch blocken kann. Aber du siehst, guck, sie finden die Lücke nicht. Metzing macht es aber auch gut, das ist auch so. Die Mädels stehen wirklich gut. Metzing hat also wirklich blitzschnell ist das Loch zu, um es mal so zu sagen, sie kommen nicht durch. Und wo bleibt der Wurf jetzt mal? Der Kräftige aus der zweiten Reihe, um es mal so einfach zu sagen. Mensch, Mädels. Haben wir einen gesehen von Hammer von Krei bislang. Richtig. Da war, ja. Ist aber gut, der Angriff beginnt von vorne für Borussia Dortmund. Also kein Druck, dass der Arm der Schiedsrichter jetzt sofort hochgehen könnte. Alles auf jeden Fall da. Oh, starke Parade wieder. Ja. Lea Schüppach im Tor macht ihre Sache sehr gut mit der Nummer 16. Dem blauen Trikot hier links war sie im Bild gerade zu sehen. Also
Die Tussis spielen heute Abend einen exzellenten Handball hier in Dortmund und wissen, wie man dem BVB hier das Leben sehr schwer macht. Gut aufgepasst jetzt. Jetzt muss der schnelle Angriff kommen. Und dann schließt sie auch ab. Lena Hausherr. Gut gemacht. Das ist genau richtig. Ein bisschen rangehen, aber nichts zu offensiv, weil Maren Weigel wird nicht über den Block werfen. Das ist bei ihr äußerst unwahrscheinlich. Jetzt ist der Arm oben. Zwei Pässe müssen es noch sein. Jetzt noch einer. Stürmer vor, ja, das ist in Ordnung. Diesmal sind sie ein bisschen defensiver geblieben und nicht einfach rausgegangen, wenn es nicht nötig war. Und knapp 15 Minuten jetzt noch hier in der zweiten Halbzeit zu spielen. Wann sehen wir den BVB das erste Mal in Führung? Also es wird sehr, sehr schwer, wenn wir mal das ganze Spiel betrachten. Nur in der Anfangsphase, da führte der BVB kurz und danach waren die Tussis, die den Spielstand hier beherrschten und erfolgreich waren. Jetzt gibt es eine neue Variante bei Borussia Dortmund im Rückraum mit Mareike Kusian, damit eine Linkshänderin dort agiert, die ja bislang ein starkes Spiel auf rechts außen gemacht hat. Da sehen wir jetzt Merit Ossenkopf, die ist ja auch immerhin Nationalspielerin, also die kann man ruhig mal von der Bank bringen. Aber Henk Gruner möchte da jetzt andere Lösungen. Er möchte eine Linkshänderin da haben, damit er ein bisschen anders agieren kann. Und ich finde die Idee generell auch gut. Ja, er muss was machen, er muss was ausprobieren, auf jeden Fall. Auch Kusian ist jetzt keine, die aus 11 Metern drauf werfen wird. Das werden wir tendenziell jetzt nicht sehen, aber es geht darum, die Abwehr auch ein bisschen anders auseinanderzuziehen, um dann auch mal den Kreisläufer, also in dem Fall dieser Antel, zu finden. Metzing pusht sich aber auch schön richtig hoch, das merkt man. Die haben heute auch, ja, die haben richtig Lust, ja, auf dieses Spiel. Jetzt muss sie werfen. Hat Pech. Ja, schade. Schade. Ja, war der Pfosten im Weg. Torhüterin war auch wieder dran. Stürmerfoul für mich. Ja. Eben den Freiwurf. Ja, es war ein Wurf, der auch nicht reingehen darf. Von daher alles gut für Borussia Dortmund in der Szene. Boah, das muss den 7 Meter geben. Also Julio Behnke steht 2 Meter im Kreis. Tut mir leid. Also das darf man nicht übersehen, da gibt es auch keine Ausrede. Julio Behnke steht 2 Meter im Kreis. Klaren 7 Meter wegen Abwehr im Raum kann es eigentlich nicht geben als die Situation gerade. Weil Emma Olsson muss ja quasi um Jule Behnke herumwerfen, sieht das Tor gar nicht richtig. Und es gibt den 7 Meter nicht. Schwierig. Top pariert. Tess Lieder.
Tempo hat übrigens stark nachgelassen. Viel weniger Tore als im ersten Durchgang. Und wieder eine gute Parade. Lia Schippach noch einmal erwähnt jetzt hier im Tor. Ist Beiden trotzdem immer noch kein Spiel der Torhüterin. Also muss man auch dazu erwähnen. Ja, und wir sind immer noch bei 21 zu 23. Tess Lieder, wie sie ihre Mitspieler richtig nochmal anfeuert. Ist ja auch nicht so, als wäre das Spiel schon verloren. Im Gegenteil, also Borussia Dortmund kann das definitiv noch gewinnen. Und es sind gute 10 Minuten noch zu spielen hier in Dortmund-Wellinghofen. Ein Pass noch. Zeigt der Schiedsrichter an. Oh, okay, eventuell habe ich mich verzählt. Aber jetzt muss wieder abgeschlossen werden. Mal gucken, ob sie das mit dem Block jetzt besser lösen als in den anderen Situationen. Ja, tun sie. Und dann sieht man direkt auch, die Spielerin kommt mit dem Wurf, also mit dem Ball dann nicht mehr nach unten. Boah, das sind klare 2 Minuten. Ganz wichtig jetzt für Borussia Dortmund, diese Phase. Ich erinnere mich an das Pokalspiel gegen Bayer Leverkusen, da gab es eine doppelte Überzahl in der Schlussphase. Das hat man sehr, sehr schlecht gelöst. Da gab es einmal einen Fehlpass, glaube ich, und einmal einen Stürmerfoul von Hamer van Krij, die da so ein bisschen in die Entscheidung gezwungen wurde. Und Werner Pösch wird gleich sicherlich eine Auszeit nehmen. Das ist gut gespielt. Das ist, ja, ist er mal drin. Gespielt. Das war gut gemacht. So 22-23. Vor allem auch ein schnelles Tor. Also hat nur also weniger als 30 Sekunden gedauert, bis Borussia Dortmund diese Überzahl ausgenutzt hat. Das Tor ist natürlich leer. Bei den Tussis. Tja, man, jede Sekunde zählt, um es mal so zu sagen, oder? Und wieder ist der Arm der Schiedsrichter oben. Und da sehen wir es auch, ein Pass wird angezeigt. Finger haben wir relativ deutlich gesehen. Jana Scheib wird es versuchen. Und so. Noch gut 30 Sekunden der BVB im Vorteil. Ja, jetzt macht Mädels, dass wir vielleicht noch den Ausgleich hier erleben jetzt. Ach, das starke gibt's Parade, doch nicht. Ja, ist eine starke Parade, aber für mich eventuell auch ein Foul. So, die sind wieder komplett, die Gäste, die Tussis. Und jetzt kommt dann die Auszeit von Werner Bösch. Und da haben wir wir sind jetzt nicht mehr clever. Wir wissen, Pressing kommt und wir stehen immer auf 9 Meter. Wir wollten uns dem Pressing entziehen, den Ball auf die andere Seite spielen und das machen wir nicht.
sondern wir laufen immer rein. Wir laufen auf das Pressing von links und auf das Pressing von rechts rein. Warum? Sie kommt in die Mitte, ich schaue, sie kommt, sie kommt, bleib ein bisschen weg, such die Lösung auf der anderen Seite. Okay? Das heißt Hirn einschalten. Deckung, Deckung. Wir müssen wieder zurückkommen, wir müssen wieder arbeiten. Wir haben zu viel Chaos. Fokus, alles gut. Plus 1, jetzt ein Tor, plus 2. Perfekt. Okay? Was greift mir an, Sandra? Prinzess, Prinzess, auf geht's! Panda! Dieses Prinzess habe ich jetzt heute schon mal gehört. Also man muss wirklich sagen, finde ich gut, wie er mit den Mädels umgeht, wie er das rüberbringt, wie er sich artikuliert gegenüber den Spielerinnen und man merkt, er bringt was, er will was rüberbringen, dass das auf die Mädels einwirkt. Und da es nur noch knapp 7,5 Minuten sind, Sascha, wird es sehr, sehr eng für den BVB. Also wir waren uns ja einig, dass es ein enges Spiel wird, dass es knapp wird. Und Glück für den BVB, Pech für die Tussis. So, und jetzt vielleicht die letzten 7 Minuten können noch mal richtig spannend werden, wenn der BVB jetzt trifft. Erleben wir, sehen wir jetzt gleich den Ausgleich. Und es kommt noch mal richtig hier Stimmung von der Tribüne unter uns. Die Zuschauer feuern ihre Mannschaft noch mal an. Das sind so Aktionen klassisch von Hamer van Krij, wo sie oft auch das Tor noch macht, weil sie einen guten Zug dann noch aus dem Unterarm hat. Aber sie kommt dann nicht immer so richtig in die Abschlusssituation. Da ist Hamer van Krij und jetzt? Ach Mann! Metzing verteidigt weiter relativ gut. Ja, wechselt jetzt auch Werner Bösch. Nimmt Sabina Tröster runter, die eben verworfen hat. Und bringt Anna Frankova. Die bekommt jetzt direkt die Möglichkeit. Nein, der Ball weg ist. Ja. Und der Ball ist drin. Ausgleich. 23 zu 23. Letzten 5,5 Minuten hier in Wellinghofen, 600 Zuschauer. Hoffen jetzt noch auf einen Sieg des BVB. Jetzt ist noch mal richtig Feuer in dieser Begegnung. Halten! Aber... Oh, wie Teslida dann auch den Schiedsrichter anguckt. Aber das sind so genau diese Emotionen, die du aus meiner Sicht brauchst, um im Spiel zu gewinnen oder zu drehen, wo nicht alles rund lief bislang. Abwehr steht wieder so gut, dass der Arm erneut oben ist. Ah, ah, da kommt sie nicht dran. Sehr schön auch geworfen, der Eckloop links in die Ecke, da gab es keine Abwehrmöglichkeit. Und der BVB muss abschließen, Ausgleich erneut. Ihr seht es, was hier auf der Tribüne jetzt los ist hier in Dortmund-Wellinghofen. Die Zuschauer springen jetzt auf. Die letzten 4 Minuten hier in Dortmund. Und die Trommler geben alles und die Fans auch.
Spaß macht mitzingen. Erzielen Sie jetzt einen Treffer oder kann der BVB vielleicht den Ball sich jetzt angeln? Es wird jetzt mit Haken und Ösen gekämpft. Ja, Halle ist eng an der Stelle. Zeit steht 56:30. Also ich muss sagen, mit dem Unentschieden könnte der BVB gut leben. Ich denke, die können mit dem Sieg noch viel besser leben. Und hört, was los ist jetzt hier in der Halle. Ein Hexenkessel jetzt hier. 3 Minuten noch. Ah, es geht so ein bisschen härter zur Sache. So, jetzt bin ich sehr gespannt auf die Entscheidung. Sehr gespannt. Also man muss sagen, wie es jetzt an den Viererspiel, denn wir haben, ich glaube, eine Zeitstrafe nur erlebt. Da hätte ich gerne noch mal die Wiederholung gesehen, aber am Ende gibt es wieder den Freiwurf für Metzing. 3 Minuten, 2 Sekunden noch. Und der BVB. Die Zuschauer stehen jetzt hier auf der Tribüne. Also, dass es so spannend wird, damit habe ich ehrlich nicht mehr gerechnet. Der BVB im Angriff. Und Campos. Knappe 2 Minuten noch. Aufgepasst. Ist richtig. Ja, das ist richtig. Die Entscheidung ist richtig. Was macht Metzingen? Oh, da hat Dortmund Glück. Franco Wahr bekommt aber den Wurf. Da ist die Lücke. Und der Ball ist drin. Führung für die Gäste aus Metzingen. Aber der BVB kann jetzt erneut den Ausgleich erzielt. Wir schauen zur Uhr. 1,5 Minuten noch. Der BVB im Angriff. Findet man jetzt die Lücke, um wenigstens den Ausgleich hier noch erzielen. Hammer von drei und Jammer! Und vorher gefiffen. Also, hier sitzt keiner mehr. Hier stehen die Fans auf der Tribüne. Was für eine Stimmung. Der BVB im Angriff. Wird der Ball gehalten. Der Ball ist aber weiterhin auf Seite des BVB. Also entweder ist es ein 7-Meter oder eine Parade, aber es ist kein Freiwurf. Noch 55 Sekunden. Was ist jetzt? Hat der BVB hat den Ball? Der BVB hat den Ball. Noch 40 Sekunden im Angriff. Der BVB, was passiert hier? Und nochmal abgepfiffen. 24:25. Schafft der BVB jetzt hier noch das Unentschieden? Auszeit gibt es erstmal. Ach, genommen. Du meinst. We have 3 passes, yeah? So we make a crossing, you cross for Hama, yeah? And we play Kemper for Mareike, yeah? We play Kemper for Mareike. Du kommst kreuzen, bleibst auf der Seite, gehst hoch, du spielst, springst durch und du kriegst den Ball von Hama. Dann direkt zurück, wenn wir nochmal Angriff bekommen, spielen wir 7-6, dann wissen wir das schon mal. Ja? Aber wir okay, den machen wir jetzt und dann abwehren. Komm, abwehren, offensiv, wir machen Ball. Wir machen erstmal komm, das auf geht's! Schwarz! Yeah. Komm, auf geht's! Ja. Auf geht's jetzt in die letzten 32 Sekunden hier in Wellinghofen.
wird der BVB jetzt gleich den Ausgleich noch erzielen oder wird der TuS Metzingen mit 2 Pluspunkten nach Hause fahren? Also es ist mutig, ne, was er angesagt hat, denkt Brunner. Gleich eventuell nochmal sollte man den Ball kriegen, 7-6. Jetzt ein Kämpfer nach einer Kreuzung. Bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Und die Uhr läuft, der BVB. Können wir sagen, oh nein! Ja, es war richtig. Es war nur nicht gut ausgeführt. Es hätte funktioniert, wenn der Pass gestimmt hätte. Das Ding ist für mich jetzt gelaufen. Ja, können aber auch mal anfangen, Druck zum Tor zu machen. Klasse gehalten und noch 7 Sekunden, 5 Sekunden. Was macht er? Werft doch den Ball nach vorne und jetzt ist der Ball. Das Spiel ist aus. Und Glückwunsch an den TuS Metzingen. Und wenn ich ehrlich bin, lieber Sascha, irgendwie haben die Mädels es auch verdient, denn sie haben das Spiel hier in Wellinghofen beherrscht, ist mein Eindruck. Und deswegen denke ich, geht der Sieg auch in Ordnung, oder? Wenn wir die gesamten 60 Minuten betrachten, wir haben ja gesagt, es gab kaum Schwächephasen bei Metzingen, als es diese Schwächephase mal gab. Da hat der BVB das nicht so konsequent ausgenutzt, wie man es hätte tun müssen, um dieses Spiel am Ende für sich zu entscheiden. Von daher stimme ich dir auf jeden Fall zu. Der TuS Metzingen hat das Spiel durchaus verdient gewonnen und das geht in Ordnung. So, weil Borussia Dortmund dann auch, als die Abwehr dann besser stand im zweiten Durchgang, stand deutlich besser. Das zeigt ja alleine, wie oft Metzingen ins Zeitspiel gegangen ist. Hat der BVB selber vorne die Lösung nicht mehr gefunden. Also siehst ja auch, 15 Tore hatte Borussia Dortmund zur Pause. Dann haben sie nur noch 9 gemacht. Metzingen selber auch nur noch 8 nach dem Seitenwechsel. Das ist natürlich dann entsprechend schwierig. Ja, die Stimmung trotzdem noch ganz gut hier bei den Fans. Ich finde, dass wir ein gutes Handballspiel gesehen haben. Und wir schauen noch mal auf die besten Torschützinnen. Ja, da stehen jetzt einige Dortmunderinnen, aber vor allem Leina Klein hat ein sehr gutes Spiel gemacht für Metzingen mit 5 Treffern. Ich glaube, allein 2 oder 3 waren davon in der Zeitspielsituation hinterm Block, Sprungwurf. Das war heute ein Unterschied, muss man definitiv so sagen. Ja, und trotzdem, ich glaube, es hat sich gelohnt, für die Besucher hier nach Wellinghofen zu kommen. Wir haben eine, finde ich, spannende Begegnung gesehen. Wir haben tolle Kombinationen gesehen, tolle Tore gesehen. Was will man eigentlich mehr? Du hast vorhin mal das Thema Torhüterin angesprochen gehabt, dass wir nicht so Top-Paraden gesehen haben. Aber ich fand, wir haben ein gutes Spiel hier trotzdem gesehen, von der Stimmung her und wie es auch rübergekommen ist. Genau, und jetzt machst du dich auf den Weg nach unten für ein paar Interviews, habe ich gehört. Da will ich mal gucken, wen ich da unten treffe. Also wir sehen da nochmal das Endergebnis eingeblendet. Borussia Dortmund verliert gegen TuS Metzingen mit 24-25. Wir hatten es vor der Partie gesagt, dass das regelmäßig enge Spiele gewesen sind in den vergangenen Jahren und dementsprechend war es auch heute so. Metzingen hat sich durchgesetzt und Uwe Kiska und ich haben es vorhin schon angesprochen, das ging auch durchaus in Ordnung. Also Metzingen hat ein gutes Spiel gemacht, Borussia Dortmund hat dann im Positionsangriff die Lösung nicht immer gefunden. Jetzt gucke ich mal, wo der Kollege Kiska so rumschwirrt, ob er da die Möglichkeit hat, jemanden schon relativ schnell ans Mikrofon zu bekommen. Da ist er schon auf der Pirsch, während wir hier nochmal die Mannschaft aus Metzingen sehen, wie sie diesen Erfolg feiern. Das haben sie, kann ich nur nochmal wiederholen, auf jeden Fall verdient. Interessante Mannschaft, die Werner Bösch da zur Verfügung hat. Und ich sehe Uwe Kiska schon mit Hammer von Ja, ich hoffe, ihr hört mich. Hammer von Krei habe ich hier. Woran hat es denn gelegen, dass es heute nicht zum Sieg gereicht hat? Ich glaube sowieso, in der ersten Halbzeit haben wir schon zu viele Tore bekommen. Da waren wir nicht kompakt genug.
Ich glaube, die 15 Tore im Angriff waren von unserer Seite schon okay. In der zweiten Halbzeit zu viele einfache Verluste noch. Ja, in der Abwehr vielleicht waren wir schon ein bisschen besser, aber dann vorne die Chance auch nicht reingeworfen und nicht clever damit umgegangen. Du hast gerade angesprochen, zweite Halbzeit ist es besser gelaufen. Ja, von der Abwehr aus glaube ich schon. Am Ende hatten die, glaube ich, 27 Tore. Also im Vergleich zur ersten Halbzeit, hatten 17 Tore, schon ein Unterschied. Trotz alledem hätten wir, glaube ich, in der zweiten Halbzeit mehr Chancen gehabt, schon zu gewinnen. Ja, ich muss es noch mal kurz nachschauen, analysieren und dann weiß ich, woran es genau gelegen hat. Kann es auch ein bisschen damit zusammenhängen, denn die Mannschaft ist ja wieder neu geformt worden. Ihr habt ja Riesenprobleme, verletzungsbedingte Ausfälle, da hat man auch mit zu kämpfen. Innerhalb des Teams, wie merkt man das, wie kommt das rüber? Ist man dann selber auch so ein bisschen enttäuscht, dass es so viele Ausfälle gibt, verletzungsbedingte? Im Endeffekt, wo man selber nichts machen kann, hat man nachher selber ein bisschen Angst, dass man sich auch noch verletzt. Nee, ich glaube, es ist keine Angst da, aber wir müssen halt weiter zusammenrücken. Sind immer wieder von der zweiten Leute dabei, damit wir auch einfach gut trainieren können, auch mal 6 gegen 6 spielen. Ich glaube, da müssen wir einfach mehr, jeder muss da mehr Verantwortung nehmen und einfach mehr zusammenrücken, damit wir alle weiter kämpfen, weil ich glaube, da ist einfach genug Qualität noch übrig. Und klar, wir wussten auch von Anfang an, dass es heute schwierig wird. Metzingen ist ja auch eine gute Mannschaft, aber ja, es wäre schöner und besser gewesen, wenn man natürlich gewonnen hätte. Ihr habt jetzt ein paar schwere Spiele noch vor der Brust, unter anderem Leverkusen ist ja auch noch Stichwort. Da habt ihr ja schon, ich sag mal, einfach einen auf den Deckel gekriegt. Wie muss sich die Mannschaft jetzt wieder regenerieren, dass man wieder, sagen wir mal, ins Spiel kommt? Wir haben direkt nach dem Leverkusen-Spiel schon Analyse gemacht und geguckt, woran es gefehlt hat. Ich glaube, wir müssen einfach auch wie heute wieder weiter daran arbeiten und unsere Stärke weiter nutzen und dann in der Abwehr vor allem kompakt stehen bleiben. Dann sage ich danke erstmal, viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, dass man demnächst wieder da ein bisschen feiern kann. Aber wie gesagt, im Sport kann man auch mal verlieren. Ja. Danke dir. Ja, Sascha, ich gebe erstmal wieder rüber zu dir. Leider höre ich dich jetzt nicht, aber ich schau mal. Ja, Uwe Kiska wird schauen, ob er noch eine weitere Gesprächspartnerin findet. Aber wir haben ein paar Highlights von diesem Spiel natürlich auch vorbereitet. Und wenn ich nochmal rüber gucke in die Regie, können wir gerne auf die Highlights schauen, die diese Partie bislang geboten hat, beziehungsweise heute geboten hat. So ist es natürlich richtig. Zwischen Borussia Dortmund und TuS Metzingen. Zuerst einmal
Das waren sie also, die Höhepunkte dieser Partie zwischen Borussia Dortmund und TuS Metzing. Uwe Kiska, der war da ein bisschen noch unterwegs, aber wir waren halt in den Highlights und das ist mit dieser Technik, halt mit der Kommunikation nicht ganz so einfach. Er stand da mit Lena Hausherr und hat mit ihr gesprochen, aber wir konnten es leider nicht senden. Aber trotzdem nochmal vielen Dank an alle, die mit dabei gewesen sind. Wir gehen jetzt dann nochmal in die Pressekonferenz rüber. Ich wünsche an der Stelle noch einen schönen Samstagabend und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Hier noch retten konnten. Das Spiel hätte auch auf die andere Seite kippen können. Ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Werner Wüst, für die Einschätzung. Und ich gebe das Mikrofon weiter an unseren Trainer, Henk Kruner. Auch deine Einschätzung, du hast es gerade im Hintergrund schon gesagt, da waren einige Punkte. Ja, wie schätzt du dieses Spiel und dann jetzt auch das Ergebnis ein? Ja gut, erstmal Glückwunsch an Werner und seine Mannschaft mit dem Sieg hier. Ich schließe mich auch an, die Halle heute eine super Stimmung. Wir haben in der ersten Halbzeit es nicht geschafft, in der Abwehr Metzingen den Schneid abzukaufen. 17 Gegentore war zu viel, darüber haben wir gesprochen in der Halbzeit. Ich denke, die zweite Halbzeit mit 8 Gegentore können wir zufrieden sein, aber wir haben dann vorne es nicht geschafft und am Ende fehlt dann auch das Quäntchen Glück. Also ich hätte mir in der Schlussphase vielleicht dann doch noch die eine oder andere 7-Meter-Entscheidung gewünscht. Die gab es leider nicht, dann hatten wir kein Glück in der Phase und verlieren da mit einem Tor. Die Mannschaft hat unglaubliche Courage und Moral bewiesen, sie hat gekämpft bis zum Schluss, obwohl wir die ganze Zeit hinterhergehängt haben. Leider nicht genug, erste Halbzeit wie gesagt in der Abwehr. Wenn wir in der ersten Halbzeit so gestanden wären wie in der zweiten, dann hätten wir das Spiel gewinnen können, haben wir nicht gemacht. Dann laufen wir das Ganze hinterher. Ich muss die Mannschaft ein Kompliment machen für den Kampf, die sie bis zum Schluss angenommen hat. Leider haben uns auch ein bisschen die Alternativen gefehlt, aber dann doch den verdienten Sieg nach Metzingen. Sie haben das ganze Spiel fast geführt. Wunden lecken und auf nach Leverkusen nächste Woche. Jetzt haben wir ja eine ganze Menge Verletzte. Neben Lena und Dana ist auch Alicia heute nochmal wieder ausgefallen. Zoe ist auch verletzt von der Nationalmannschaft zurückgekommen. Sind dann 4 fehlende Nationalspielerinnen vielleicht doch zu viel? Dass dann einfach auch irgendwo trotz allem Engagement die letzte Leistung nicht mehr reicht, um dann auch einen Gegner wie Metzing im Endeffekt zu schlagen? Ich denke, wenn man bei jeder Bundesligamannschaft 4 Spielerinnen von der Stammmannschaft rausnimmt, werden sie sich schwer tun, eine Mannschaft wie Metzingen zu schlagen. Wir dürfen Metzingen nicht unterschätzen und ich finde, die Mannschaft, die auf der Platte stand heute, hat alles gegeben. Aber es fehlt natürlich, wenn Alicia Stolle, Zoe Sprengers, Lana Bleckmann und Lena Degenhardt verletzt sind, schon eine Menge an Qualität in der Breite und auch in der Höhe. Und ich finde, die Mannschaft hat alles gegeben, das zu kompensieren, hat sie über weite Strecken auch geschafft. Es hat ein Tor gefehlt, leider. Okay, vielen Dank, Werner. Guten Heimweg, vielen Dank Henk, alles Gute für euer Spiel dann in Leverkusen nächste Woche und ja, für euch vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Kommt gut nach Hause, ein schönes Restwochenende. Macht's gut und tschüss.